Ich finde es zum Beispiel sehr schön, am Morgen zu erwachen. Oh ja, nichts planen, den ganzen Tag. Nichts. Einfach so, die Augen auf, so wie denken. Der erste Gedanke, den ich habe, ist so wie, ist heute irgendetwas, das ich muss und nicht will. Nein, so, yes. Ich habe gerne einfach nichts. Aber mache dann in dem Nichts mega viel, was ich will. Dann vergesse ich mich dann. Also ich vergesse alles. Ich vergesse sogar, wenn ich Schraubenzieher her und suche einen halben Tag den Schraubenzieher. Also ich bin nicht freier als irgendjemand anderes, würde ich sagen. Wir sind alle irgendwie eingeschränkt, eigentlich. So. Ich glaube, wir suchen alle irgendwie so einen ruhigen Fleck irgendwo. So. Deine Grenzen entstehen ja in deinem Kopf irgendwo und dass du die einfach mal kannst verlassen und du kannst irgendwo so im Geist kannst dich frei bewegen und das finde ich schon ist im Kreativen sein, darum sind wir alle eigentlich gerne kreativ, glaube ich, oder wären es gerne, weißt du, dass wir genau das können. Bei allem, was du gerne machst, oder? Das vergisst du einfach kurz ganz schnell. Deine Welt. Zum Beispiel, wenn ich spiele. Logisch möchte ich, dass es gut tönt, aber in erster Linie möchte ich mehr dort wieder finden, weißt, was aus Musiker eigentlich am schönsten ist, sondern einfach dort in dem, wo du völlig loslässt, ja, und nicht mehr studierst. Einfach Instrument, eben mit diesen 8 Löchli, finde ich super. Das ist so wie, that's it. Das ist einfach das, was du hast.